Ja, servus, hier Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube und Satirefreunde, gell? Heute wieder mein Sonntagspfeiferl. Warum? Ja, weil ich es auch am Sonntag reinstelle und nicht erst am Mittwoch oder Donnerstag, gell? Darum ist es das Sonntagspfeiferl. Da habe ich heute das schöne Petersen Kinsel, glaube ich, heißt die. Und in der Pfeife habe ich einen Tabak. Das ist der Nashville County von HU. Ich glaube, über den Tabak brauchen wir nichts mehr sagen. Hervorragendes Kraut. Gell? Ja, und weil es ja noch vor 12 ist, also Frühschoppenzeit auch in Bayern, haben wir ein wunderbares Weißbier eingeschenkt. Franziskaner. Das ist kein Franziskanerglaser, weil ich ganz mehr habe. Aber egal, gell, Prost auf euch. Oh, wunderbar. Wunderbar. Ja, und am Sonntag, mache ich mir auch immer so meine Gedanken. Nach getaner Arbeit, schwere Woche gehabt, viel zu tun gehabt, gell. Und sitze ich jetzt eben so gemütlich in meinem Büro und lasse meine Gedanken freien Lauf. Ich bin ja einer, der in der Früh im PC die Nachrichten schon liest. Früher habe ich das mit der Tageszeitung gemacht. Heute mache ich das alles am PC. Und da lese ich natürlich auch die Traueranzeigen, was da drin sind. Und man muss ja wissen, wenn da jemand stirbt, den was ich kenne, da muss ich da auf Beerdigung gehen oder nicht gehen. Und da sieht man dann schon, auch mein Jahrgang immer mehr. Dass ich mir da schon denke, mein lieber Spitz, die Einschläge kommen immer näher, gell. Und da macht man sich dann schon ein bisschen seine Gedanken. Und ja, was ist denn dann, gell, wenn es einen plötzlich und unerwartet trifft? Lass mir jetzt dann auf ans Paradies oder muss ich zum Sparifankerl, gell? Wobei ich natürlich glaube, dass wir nach unserem Tod alle gleich sind. Gell? Also ich glaube nicht, dass das so eine Ungerechtigkeit gibt, dass da die Scheinheiligen nach oben kommen und alle, die halt nicht ganz so brav waren, dann zum Sparifankerl müssen. Gell? Also glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind dann doch alle gleich, gell? In welcher Form jetzt auch immer. Ja. Wenn man sich das jetzt raussuchen könnte, dann würde ich das so halten wie meine guten Freunde und da zeige ich euch jetzt einmal ein Bild davon. Ja. Wäre mir dann eigentlich schon lieber als mit den ganzen Scheinheiligen dann da im Paradies, da um das Gleiche weiterzumachen, was wir da hier auf Erden machen. Okay, also das ist ja. Ja gut, einmal das zu dem Thema. Nehmen wir mal wieder einen Schluck vor in die Brust. Jetzt ist er wieder. Covid-19. Zweite Welle kommt, okay, also. Und ja, man darf das nicht unterschätzen, das Ganze, gell? Ich halte auch nichts von den ganzen Verschwörertheorien, also ich nehme die Sache schon sehr ernst, gell? Und jetzt habe ich da was gesehen, dass das Fernsehen auch schon reagiert hat drauf, gell? Es kommt ja Silvester immer dünner voran, gell? Und dass sich da bis dorthin nichts ändert, was diese Covid-19 Pandemie ausmacht, den Virus, gell? Und wir werden auch Silvester da keine Tanzveranstaltungen oder sonst irgendwas sehen, glaube ich auf jeden Fall, gell?
Und sogar Tina Verwann haben sie jetzt schon umgeändert. Gell? Zeig ich euch mal das Filmchen. Auf Abstand! Auf Abstand, Miss Covid! Zwei Meter sind besser. Sind das 2 Meter von hier aus? Das sind sogar 2,50. Dann ist ja noch besser, Miss Covid. Skull. Der Abstand ist auch gut. Dann hau weg die Scheiße. Aber hier ist nur wieder 1 Meter Abstand. Ach, scheißegal, dann saufen wir halt mal auf den milden Verlauf. Ja. Ich finde, es ist ganz gut gemacht. Ist ja nur ein Ausschnitt, ich weiß nicht, wie der ganze Film dann ist, aber das sieht man ja dann an Silvester, gell, Freunde. Ja, zum dritten Teil. Ist jetzt ein bisschen spannend, weil ich habe schon sehr, sehr schlimme Kindheit gehabt, gell, Freunde. Also es war so sehr schlimm und ich glaube auch, einige von uns, ja, wo sie ja aktiv keinen Half haben, weil man liest ja immer, bei manch einem sein Kanal, dass er immer nur Ärger und Missgunst hat, gell? Also wenn ich auf meinem Kanal immer Ärger und Missgunst hätte, glaube ich, da den Kanal zumachen. Ja, ich ärgere mich doch nicht den ganzen Tag rum, gell? Also das soll ja Spaß machen, gell? Und ich denke mal, dass die Leute auch eine schwere Kindheit gehabt haben, so wie ich vielleicht, gell? Und also bei mir war es schon sehr schlimm, gell? Also das war, ich muss ja gleich mal einen Schluck trinken, bevor ich das verzeih. Prost. Also das war so sehr, 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 sehr schlimm war das. Wobei, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein muss, war das für meine Eltern noch viel schlimmer, gell? Mit mir. Und das fing schon an, also ja, ich hab da noch diese Leinenwindeln gehabt, gell? Also da hat es noch keine Pampers gegeben und die haben ja gestunken im Sommer, gell? Also das war ja furchtbar und da hat es noch diese Kinderbettel, habe ich auch eins gehabt, gell? Und das, was ja schon so ein kleiner Laufstall war, dass man halt nicht rausfallen kann und irgendwie, aber das war, das hat bei mir nichts geholfen, gell? Also das, ich war da ein, keine Ahnung. Ja, und so, dass er dann mein Vater was einfallen hat lassen müssen, gell. Ja, und also das war für mich dann so eine harte Kindheit, dann auch trotzdem, dass ich mir mein Kinderbettel wirklich 60 Jahre aufgekommen habe. Und das hat ja so lange gedauert, bis ich das alles verarbeitet habe, gell. Aber ich denke jetzt mal so, nach 60 Jahren bin ich jetzt drüber weg, ja, und jetzt möchte ich das Kinderbettel verkaufen, gell? Also wenn einer das gebrauchen kann, weil er auch ein bisschen ein schwieriges Kind hat, dann soll er sich bei mir melden. Ich schenke es ihm, er braucht nichts zahlen dafür, gell? Weil wie gesagt, ich habe das ganze Thema für mich aufgearbeitet und jetzt zeige ich euch einmal das Bettel, gell, wie das ausschaut. Ja, da hat sich mein Vater schon was einfallen lassen, gell? Also und der Vorteil von diesem Kinderbett ist, das kannst du auf 380 Volt anschließen, gell? Weil 220 hätte bei mir nicht gelangt. Ne? Also wie gesagt, wer Interesse hat, der soll sich bei mir melden und ich schenke ihm das Bett an, gell? Ja, das war's jetzt schon wieder für mein Sonntagsvideo. Macht es gut, dann sehen wir uns, bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.